Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Und ja, bin genauso gespannt wie ihr, ob wir es jetzt in dieser Folge schaffen. Wir werden es sehen. Hier läuft jedenfalls die Produktion. So. 38. Naja, das wird wohl etwas eng werden. Jetzt hat mich aber der Ehrgeiz gepackt. Ehrgeiz gepackt heißt, ich will jetzt erreichen, dass wir das hier beschleunigen. Das geht mir immer noch nicht schnell genug, weil hier fehlen schon wieder, kommen wieder keine Module an und so weiter. Wir schauen mal, woran das liegt. Hier zum Beispiel kommen keine Kupferkabel an. Unser Kupferkabel ist ja jetzt wirklich das kleinste Problem, die irgendwie hier noch bereitzustellen. Da würde ich fast sagen, das machen wir mal so, dass wir hier unterbrechen. Und hier wieder reingehen. Na, nicht geklappt. So. Hier unterbrechen, da wieder reingehen. Da wegmachen, da wegmachen, da wegmachen, da wegmachen. Dann das Ganze so rum. Mich hat jetzt der Ehrgeiz gepackt. Wir machen jetzt so lange, bis das fertig ist. Nein, lieber nicht. Wenn ich das jetzt verspreche, dann gibt es wieder Theater, wenn ich es nicht halte. So. So rum. Zack. Jetzt kriegen nämlich wenigstens schon mal die beiden Maschinen hier auch wieder Materialien ab. Aber ihr seht, nach hinten raus, das reicht nicht. Das heißt, hier müssen wir noch die eine oder andere weitere Montagemaschine aufstellen. Wir haben ja jetzt auch wieder genug Strom. Mein Gott, habe ich mich in der letzten Folge über mich selbst mehr geärgert als über alles andere. Aber das sind also Sachen, das kann ich euch wirklich versichern, wenn ihr hier vorsitzt, ne, und nehmt auf. Das ist echt was anderes, als wenn ihr da in eurem Pupssessel sitzt zu Hause, ja, und euch da gar keine Gedanken zu macht, einfach nur das Spiel spielt. Ich muss auch noch ein bisschen gescheiter herreden, mehr oder weniger, ne? Genau, ein bisschen was erzählen dazu und ja. Da gelingt das nicht immer, das synchron zu halten. Also meine Hirnaktivität synchron mit den mir dargebotenen Informationen auf dem Monitor. So. Der muss weg. Dahin. 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 So. So. Plan wählen. Läuft. Das ist jetzt natürlich zu langsam. Gut, dass wir so viele schnelle Förderbälle haben. Und das entsprechend auch so umbauen können. Jetzt haben wir das auch mal schnell. So. Dann bringen wir mal diese Stack immer zu 5. Echt. Dann bringen wir die mal weg. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Denke ich mal. Die brauchen wir auch nicht mehr. Brauchen wir nicht so viele von. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So, sieht schon mal besser aus. Aber ist immer noch nicht gut, weil das muss schneller gehen. Deutlich schneller. Haben wir jetzt noch die schnellen Bänder? Ja, haben wir noch. Können wir ja auch eine schnelle Unterführung hier machen. So. Und dann haben wir da genug von. Wäre hier auch noch hergestellt? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, auf jeden Fall im Lager davon noch genug, ne? Hm.
So. Ich hoffe, dass in den letzten Zügen zumindest noch die Fabrik da oben durchhält. Ja, und so sieht das schon besser aus. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob es wirklich fundamental genau an den Dingern scheitert, aber wir legen es jetzt drauf an. So, was fehlt hier? Fehlen die Grünen wieder. Gucken wir mal, was da los ist. Ja, hier, das passt ja jetzt. Nö, das sieht auch ordentlich aus, bis auf die Tatsache, dass die Kupfer fehlt. Kupfer wird wahrscheinlich dann auch daran liegen, dass ein paar Minen, seht ihr? Dass ein paar Minen alle sind, aber eigentlich, nee, das reicht so nicht. Da müssen wir mal das ganze Ding beschleunigen hier. So, so. Ist das schon schneller? Nee, es ist ein langsamer, ne? Etwas schneller geht's schon mal. Etwas mehr kommt raus, aber dann würden wir noch mehr umbauen müssen. Machen wir mal so weit, wie wir kommen mit dem Schnellen. Was natürlich eigentlich auch so lange nichts bringt, bis ich die gesamte Zuführung beschleunigt habe. Aber wir sollten zumindest mal dann auch die ganzen Ecken und Kurven hier die Schnelle ersetzen. Das habe ich ja schon mal erklärt, ne? Mit dem außen und innenliegenden Teil, wo der dann einmal immer schneller ist. So, hier sind wir schon schnell. Da haben wir noch ein paar übrig. Nur halt die Unterführung nicht. Da brauchen wir wieder Circuits, die will ich jetzt nicht verschwinden. So. Aber es brennen wieder alle Öfen. Das soll mir erstmal reichen. Wodurch wir auch wieder hier volle Produktion haben. Seht ihr? Fast komplett. Würde ich sagen, ist in Ordnung. Plus, dass wir ja immer noch Reserve haben. So. Schauen wir mal. Geh jetzt durch all hier rein. Und hier fehlen sie wieder. Das wird nichts bringen, wenn ich die Zahnräder reinschmeiße. Gut. So, wie sieht's denn aus? 40. Ah. 46. Ahahaha. Ja, war's fast. 47, 48, 49, 50. Sieht gut aus. Vor allem, dann können wir die hier abschalten. Dann brauchen wir die nicht mehr. Und haben so noch mehr Power hierfür. Ja, wenn den Garda der Ehrgeiz packt, dann geht's voran. Spannend. Und langsam. Aber immerhin, es läuft. So. Was können wir noch optimieren? Was brauchen wir dann nicht mehr? Also das läuft alles hier, das läuft erst. Habe ich denn eigentlich hier schon auf Lager, was wir eventuell wieder brauchen könnten? Ist es schon wieder hier? Nee, ich dachte gerade. Leer, leer, leer. Hier noch von den Bändern.
Brauchen wir nicht. Läuft. So, Kupferkabel läuft. Also das, solche Änderungen zum Beispiel, dass sie nicht schon vorher gemacht haben, ne? Auf der anderen Seite seht ihr jetzt aber, dadurch, dass wir dann hier unten auch den Mehrverbrauch haben, das fehlt uns natürlich dann mit dem Kupfer wieder oben, ne? Aber wie ihr seht, das Verwenden der Beschleunigungsbänder hat durchaus ein bisschen was gebracht. Hier unten könnten wir vielleicht auch schneller reinsetzen. Weil da kommt ja auch einiges an hier. Vor allem sehr suboptimal mit diesen ganzen Windungen hier drin. Ach, ist schon. Okay. So, ist. Passt. Können wir den eigentlich auch noch mal schneller machen hier. Wobei das ja, wie gesagt, immer dann bis dahin was bringt, bis da kein Engpass ist. Und den haben wir hier. Aber da da hinten gerade lustig Monster angreifen, was ich mir mal angucken will, sind wir eh gerade auf dem Weg hier hin. Oh, ist schon wieder tot. Das wird übrigens dann demnächst interessanter werden, weil wir dann mit einer Mod spielen, die die Monster so kleine Kugeln droppen lässt. Und aus diesen kleinen Kugeln können wir dann große bauen. Da können wir jetzt sagen, er ist Imba, aber ich glaube schon, dass es so ist, dass man eben, weil man diese Mod verwendet, deutlich mehr auch diese Items braucht. Und deshalb sich das dann wieder lohnt. So, alle Öfen in Betrieb. Jawohl. Na komm. So, hier ist alles auf schnell. Sieht ja eigentlich alles ganz gut aus. Wir haben Plastik im System, wir haben Batterien im System. Strom ist wieder voll. Es laufen hier ordentlich Schaltkreise an. Bis natürlich die Sachen hier durchgelaufen sind, dauert es noch einen Moment. 47. Die paar Sekunden müssen uns dann noch gedulden. So, die können wir auch mal eben von unten nach oben packen. Ja, das große Finale sozusagen, wenn ihr so wollt. Wenn euch das genehm ist. Hiermit, ja. Wie lange haben wir an dieser Map gespielt? Das müsste man nachgucken. Ich weiß das gar nicht. Jede Menge Folgen. Und ganz schön rumgefällt auch teilweise. So wie zuletzt. Mit dem ganzen Energienetzproblem hier. So viel Stahl brauchen wir nicht. Die Energie, die sparen wir uns. Und die Eisenplatten auch. So. Wie sieht's denn aus hier, Freunde? Hm? Was fehlt dir? Dir fehlen wieder Kupferdinger, ne? Ja, das war mir klar. Da oben kommen auch wieder weniger Kupferplatten an. Weil die natürlich jetzt unten nachlaufen. Und wieder nicht alle Öfen voll sind. Und eben, weil hier nicht genug Kupfererz angeliefert wird. Muss man vielleicht dann nochmal bei der hinteren Mine hier. Muss man hier vielleicht nochmal weiter verlängern. Ah, das ist nicht mehr genug Schnelles. Verblüht, dass man sich selber herstellen kann. Ah, da kommt auch wieder was angeflogen. Na, guck. Hallo? Bringt ihr mir das auch, oder? Aha, da kommt's. Sehr gut. Ja, ich liebe meine kleinen Roboterfreunde manchmal. Manchmal mache ich auch Chaos. Das ist dann nicht so lustig. Ihr seht dann auch hier teilweise, bleibt sie auch schon hängen hier. So.
Ja, eigentlich wäre die Folge jetzt zu Ende. Aber wir machen das jetzt so lange, bis das fertig ist. Ob ich mich da nicht übernehme? Da gibt es halt eine extra Spezialabschlussfolge für... Ich meine, diese Map hat das verdient, dass es eine besondere Folge gibt, oder? Finde ich. So, machen wir jetzt unsere... Da haben wir sie. Jetzt geht's ab hier. So. 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 Förderbändchen. So, die Ecken wieder schnell machen. Das muss fetzen, muss das hier. Da lassen wir jetzt nichts mehr hier den Zufall. Das wollen wir jetzt schaffen. Also, Viertelstunde, der Countdown läuft. Noch 14 Minuten, 20 Sekunden. Werden wir das schaffen? Werden wir es schaffen? Top. Die Wette gilt. Eigentlich, wenn ich nichts übersehen habe. Es kann ja sein, dass da jetzt gleich kommt. Ja, um das Spiel zu beenden, müssen sie übrigens noch jetzt hier irgendwie mir die Füße küssen. Ich wüsste jetzt nicht, dass es sowas gibt, aber wenn das halt passieren sollte, dann habe ich natürlich die Popokarte. Dann stehe ich ganz doof da, ne? Ganz doof stehe ich dann da. So. Dann habe ich nämlich hier gesagt, ne? Ich mache und tu und alles und dann, hier bedonnüs, ne? Dann hämmer den Drehstor. Komm, eine noch. Könnte wahrscheinlich schon wieder irgendwo anders welche abbauen. Weil alle. So, Kupferproblem. Hoffentlich gelöst jetzt. Ja, da ginge noch mehr, ne? Jede Menge mehr. So, hier bleibt der hängen. Ich hätte ja gerne, dass wir hier... Komm. Was soll der Geiz? Oh, da ist, fehlt hier was. Na komm. Komm hoch. So, jetzt staute sich hier natürlich. Dann machen wir da auch noch eine rein. Die schönen, erweiterten Schaltkreise. Hm. Noch 12 Minuten. Eieieiei. Das wird knapp. Tililü. So, Strom. Läuft hier quasi gar nichts mehr, weil wir keinen mehr brauchen. Ist auch nicht schlecht. Weniger Umweltverschmutzung. Wenn ich mir hier so die ganzen Nester angucke, ist es auch ganz gut so wahrscheinlich. Sonst hätten wir nämlich irgendwann hier Karo 7. So. Jetzt sollten wir, seht ihr, wieder hier Vollspeed laufen. Bis auf, dass wir hier wahrscheinlich... Ja, wir sollen wahrscheinlich weiter unten zuführen hier, ne? Weg damit. Oh, da ist wieder ein Großangriff. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, die wissen jetzt, dass es, dass hier letzte Stündlein schlägt. Irgendwann. In Kürze. Na komm. Was ist das Ding? Hier. Ach schon. Machen wir es denn hier rein? Hier rein. Komm. Wo ist das schnelle Förderband? Da ist es. So. Das nehmen wir mit. Ja, die Monster wissen jetzt, dass wir jetzt alles auf eine Karte legen. Setzen, schmeißen. Und das gleich ihr letztes Stündlein geschlagen hat, wenn wir nämlich unsere Raketenabwehr machen. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Feuerwerk. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, hier, der läuft auf. Das ist gut. Gut, gut, gut. Währenddessen haben sich die grünen Dinger gestapelt hier.
Und die roten Dinger, die fehlen uns wieder. Wir schauen, haben wir einen fertig? 50, fertig, sehr gut. Ausgemacht, umgebaut. Umgebaut auf die anderen hier. Oder, wie viel haben wir da? 42. Oh, das wird eng. Also, wir bauen um. Wir bauen hier um auf... Bahnhof dahin. Auch hier bauen wir um auf dahin. Hier bauen wir um auf dahin. Hier bauen wir um auf dahin. Eieiei. So, die 50 haben wir. Noch 9 Minuten. ist das alles. So. Was fehlt da noch? Also die fehlen, Raketen fehlen. Processing Units, die kriegen wir herbei. Jetzt erweiterte Schaltkreise. Wo ist euer Problem, Freunde? Im Moment sehe ich keins. Einfach zu wenig Montagemaschinen, ha? Huh? So. Noch 8 Minuten. Was brauchen wir noch nicht, was wir für die anderen gebraucht haben? Na, das ist eigentlich gleich, ne? Also da beißt sich die Maus keinen Faden ab. Hat der denn irgendwie wieder hier komisch die Schaltkreise in irgendwelche Kisten sortiert? Was er nicht tun soll. Schauen wir mal. Nein, keine im Logistiknetzwerk. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Tja, jetzt kann man auch nicht mehr viel machen. Ja. Das ist jetzt eigentlich nur noch Kampf gegen die Zeit. 7 Minuten, 50 Sekunden. Und ich habe eben wieder Schaltkreise verquast, indem ich oben das Ding gebaut habe. Habe ich aber sowieso, weil ich die ganze Zeit diese Fließbänder baue, die wir nicht mehr brauchen. Da gehen die, glaube ich, auch rein, ne? Ach ne, können sie ja nicht. Die werden ja keine angefordert. Hm. Was bestehen die denn überhaupt? Ja, mal gucken. Doch. Nee. Die nicht. Die auch nicht. Sechs Minuten, 50 Sekunden. Habe ich vielleicht irgendwas hier drin liegen? Es müsste aber jetzt eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn hier jetzt mit 4 Maschinen... Hä? Wobei ich die natürlich auch aktivieren muss hier, ne? Wenn ich das jetzt vergessen hätte, hätte ich mir aber... So, hier kommt nichts an. Sollten das vielleicht dann auch bündeln oder so, ja? Naja, ich weiß es nicht. 6 Minuten, eieiei. Ich könnte jetzt noch, die Dinger hier im Inventar machen. Weil, von Hand einsammeln. Ihr merkt, ich will es wissen, ne? Ich will's wissen. Dazu muss ich ja ein paar Kunststoffteile klauen. So. Ist ja nicht so, als wenn ich nicht alles versuchen würde. Aber hier sind genügend Teile für die nächsten. Bei dem jetzt nicht.
Noch 5 Minuten. Eieiei, wird das knapp. Da werden wir angegriffen. 43.